Hi. Hallo. Oh. Grüße gehen raus. Sorry. Wir sind zurück. War mal Chaos Gate. Chaos Gate, sag ich schon. Chaos Gate war das andere Spiel. Mark of Chaos. Ist alles irgendwie immer Chaos, ne? Ja, weil Chaos halt tatsächlich ja in War bei Warhammer für das Dunkle und das Böse steht. Obwohl sie natürlich eigentlich gar nicht böse sind. Na, weil jeder bei Warhammer böse ist, habe ich schon mal erzählt. Moment, Krieger! Was führt dich zum Lager Engrik Wolftöters? Es ist ermutigend, dass es noch jene gibt, die den Kampf fortsetzen. Ich bin Torgar und suche Verbündete, um gegen die Schwächlinge des Imperiums zu kämpfen. Dann stehst du in der Gunst der Götter, Torgar. Nicht alle von uns sind zurück nach Norden geflohen. Einige plündern und kämpfen noch hier, gelenkt von den Göttern. Ein Champion wie du ist mehr als willkommen. Na klar. Und vor den Patrouillen des Imperiums verborgen, hat Engrik Wolftöter versprengte Krieger und Banden hier versammelt. Obwohl das Lager nur provisorisch ist, sind hier viele Männer aus Norsgar und den Steppen zu finden, die ihr Können und ihre Waren gegen Gold und Ruhm eintauschen wollen. Okay, Tempel betreten, das Zeughaus betreten, Kaserne betreten. Kaserne. Ah, okay. Hier könnten wir jetzt noch paar Boys rekrutieren. Ist mir aber zu teuer. Hier können wir Sachen upgraden. Ja, wir könnten unsere Chaoskrieger komplett boosten. Champion sollten wir auf jeden Fall gönnen. Champion immer gönnen. Eigentlich komplette Kommandoeinheit hier, ne? Musiker und Banner. Gehört dazu. Was können wir im Tempel machen? Segen erhöht die Trefferchance der ausgewählten Einheit in der nächsten Schlacht. Okay. Wird die Anfangsmoral. Okay. Ersatztruppen hätten wir hier auch machen können. Brauchen wir nicht. Alchemisten laden. Oh, eine verzauberte Rüstung. Okay, cool. Ein Kriegsbanner. Stahlfadenmantel. Okay. Braucht man alles nicht, glaube ich, oder? Wir müssen erstmal schlachten, bevor wir was kaufen. Ein paar unerschrockene Siedler schlagen sich am äußersten Rand der Wildnis schon seit Generationen mühsam durch. Es ist zwar kein großer Feldzug, aber mit der Zerstörung ihrer erbärmlichen Hütten wird Thorgas Aufstieg zum Ruhm beginnen. Na klar. Wir nehmen natürlich hier. Zweimal Fernkampf, zweimal Nahkampf. Klingt gut. Vor allem die Chaoskrieger sollten halt richtig reinrasieren. Na, gucken wir mal, was das für Zivilisten-Boys hier sind. Ja, und? Wie war eure Antwort? Wer ist euer Lieblings-Chaosgott? Ich konnte es leider noch nicht lesen. Falls überhaupt jemand von den fünf Leuten, die zuschauen, was drunter geschrieben hat. Weil hier geht es ja direkt weiter. Deswegen keine Ahnung. Ich will mich leider nicht so. Was heißt leider? Ich will mich da nicht so festlegen. Weil, wie gesagt, hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, alle Chaosgötter irgendwie geil sind. Die Beute wurde gesichtet. Was haben wir hier? Musketenschützen und Schwertkämpfer. Das wird aber mit Sicherheit nicht alles sein. Wir werden sie vernichten. Tod für den Todesfürsten! Bleibt zusammen, Brüder! Nee. Zusammen sind wir stark! Tod für den Todesfürsten! Er könnte sich dem die eigentlich Götter anschließen. Geht das nicht? Siegreich sein. Der konnte sich doch irgendwie Held eingliedern hier. Die Götter haben euch mit meiner Präsenz Er hier gesegnet.
geschehen. Oh, reicht. Lass den Lärm des Krieges erschallen und brennt alles nieder, auf dass die Götter uns bemerken. Ja. Ich ziehe weiter. Die Musketenschützen kriegen gleich erstmal so einen Wind des Todes rein. Ja, dann sehen sie ja, was sie davon haben. So, bam. Reit diese Nordhunde zurück! Fürchtet die Götter des Kampfes! Eine glorreiche Schlacht beginnt. So, jetzt wird geschlachtet. Wir hauen mal hier die Axt rein. Hui! Zack! Boah. Ja, ja. Verbeugt euch vor allen Göttern! Mehr Widerstand erwartet, selbst von diesen Schuften. Ja, ja. Doch fallen. Warum haben meine Chaoskrieger denn so Schaden kassiert? So soll es sein. Wodurch? Hier gibt es nichts, was den Schaden machen könnte. Ja, 3 plus Rüstungswurf, was soll denn das hier? Hm. Diese Schwächlinge können gegen mich nicht bestehen. Wir gehen mal hier. Das ist eine schöne Map. Eigentlich. Die Beute wurde gesichtet. Was ist das? Krack, Blutwun? Das sind doch hier Korn. Kornanhänger. Meine Wut ist noch nicht gestillt. Da auch. Ich werde diese Armee mit Leichtigkeit vernichten. Ich werde diese Armee mit Leichtigkeit vernichten. Das Rätsel ist gelöst. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die hinter dieser befleckten Beute her sind. Wir folgen euch, großer Champion. Wir teilen uns mal ein bisschen auf. Der Atem der Götter weht stark heute. Entfesselt die Macht der Götter. Um beiden Truppen zu helfen. Oh, da ist noch mehr. Eine glorreiche Schlacht beginnt. Da hinten kommen auch noch mehr. Sind zufrieden. Die vier Mächte segnen mich. Ja, das war jetzt nicht sonderlich hart, ja. Ich werde die stärkste Magie suchen. Fürchtet die Götter des Chaos! Die Beute wurde gesichert. Ach, die kämpfen gegen uns? Die Götter sind zufrieden. Wollt ihr mich verarschen? Das sind doch auch hier Chaos-Anhänger. Ich werde sie alle vernichten. Der Götter weht stark heute. Verstehe ich nicht. Muss ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ich bin euer Ende. Die Feinde der Götter sind nichts als Staub. Eine glorreiche Schlacht beginnt. Meine Macht wächst weiter. Wir bringen den Tod. Aber wir rasieren da easy durch, ne? Die Götter haben uns im Stich gelassen. Ist gar kein Problem. Die Götter sprechen durch mich. Zurück! So. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger waren. Wie mein Lord wünscht, soll es geschehen. Okay, sieht nicht so aus, als gäbe es da noch Loot. Ich habe eine andere Rolle zu spielen. Nein, vielleicht. Die Götter befehlen, ich gehorche. Aber trotzdem nicht, warum meine Chaoskrieger so viel Schaden bekommen haben. Da sind einige gestorben. Keine Ahnung. Was, wo? Ah, ja, ja, ja. Okay, okay. Noch ein paar Störländer. Was haben wir hier? Die Götter leiten meine Schritte. Die fliehen hier, die Boys. Ich bin unermüdlich. Ja, die haben sich wieder gesammelt. Ich weiß gerade nicht, warum die gegen uns kämpfen. Die Götter leiten meine Schritte. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger waren siegreich. Meine Krieger haben überhaupt nichts gemacht. Die Feinde der Götter sind nichts als Staub.
sind zufrieden. Die Feinde der Götter sind nichts als Staub! Meine Macht wächst weiter! Wir gehen einfach rein und legen alles um. Das interessiert uns doch nicht. Das interessiert die Chaos-Götter übrigens auch nicht. Ich bin der Zerstörer! Die Götter sind zufrieden. Ich werde sie alle abschlachten! Wir fürchten diesen Feind nicht! Na, als ob es Korn interessiert, von woher das Blut kommt. Hauptsache, es fließt Blut. Oh, oh. Was sollen wir für euch tun? Begebt euch in Reichweite! Bringt grausamen Tod! Aber was genau das jetzt bringt, dass ich die hier alle umlege? Der Feind ist schwach! Weiß man nicht, oder? Also hier gab es jetzt keinen Loot. Da gab es im Endeffekt nichts. Schleift diese Hütte! Wir können die Windmühlen angreifen. Don Quixote. Bringt das was? Ist da Loot drin? Jo, ein Trank. Und Gold. Na klar. Tja, wir können ja alles kaputt machen. Also wisst ihr ja, was wir vorhaben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich hier jedes einzelne Haus kaputt machen sollen. Da wäre vielleicht was übertrieben, oder? Auf der anderen Seite sind wir ja hier, um zu plündern, zu vernichten. Aber da war jetzt nichts drin. Ich glaube, jetzt jedes einzelne Ding kaputt zu machen, wäre ein bisschen zu viel des Guten. Keiner darf entkommen. Die Beute wurde gesichtet. Ja, hier sind aber noch ein paar, ne? Auf in die Schlacht! Okay, Musketenschützen. Ah, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Da wurde anscheinend das Event getriggert. Vorwärts, Brüder! Vorwärts! Was wir natürlich machen werden, wir werden uns jetzt erstmal schön die Musketenschützen snacken. Unser Stamm wird dieses Land für die Götter fordern. Na hier, die kriegen schon mal einen kleinen Zauber rein. Damit die auch wissen, worum es geht. Oder auch nicht. Na dann nicht. Oh, da hinten ist ein Champion. Ich bin unaufhaltbar! Meine Macht wächst weiter! Ich erhebe im Namen Krak Blutwunders Anspruch darauf. Wer ihn anzweifelt, soll vortreten und meine Klinge kosten. Na, da komm her, Bruder. Oh, hier Duell. Duell. Die Macht des Chaos durchströmt mich. Aber er kämpft lieber gegen unseren Zauberer. Ich bin der Zerstörer. Der legt unseren Zauberer aber um. Da gucken sie alle zu. Aber die Assis da hinten schmeißen trotzdem Äxte in uns rein. Vernichten und beherrschen. Es ist gut so. Ich bin der Tod. Eure Krieger waren sie.
Ja gut, den haben wir jetzt umgelegt, aber der hat unseren Zauberer getötet. Was halten die aus? Wie kann ich den Göttern dienen? Ich bin der Zerstörer! Das blutige Gemetzel verdankt mir der Gunst der Götter. Reiß sie in Stücke! Guck mal, was die aushalten. Finde ich, ist ein bisschen übertrieben, ne? Dafür, dass das so komische Boys sind hier. Alles ein Krieger des Korn. Verzeihung. Die Götter gewähren euch ihre Gunst. Also Kornberserker oder so. Okay, wir haben gewonnen. Aber... ja, wir haben halt unseren scheiß Zauber verloren. Also ein bisschen blöd. Wahrscheinlich hätte ich beim Duell als der gegnerische Champion, also diese Duell-Herausforderung gemacht hat, hätte ich wahrscheinlich irgendwie auswählen können. Wer von unseren Champions da jetzt kämpft. Denke ich mal. Habe ich ein bisschen verpasst. Blöd. Die Götter sind zufrieden, Torga. Sollten sie auch. In ihrem Namen habe ich viele Witwen und Waisen gemacht. Doch, es naht ein Heer, das alles zerstören wird, wofür du kämpfst. Es gibt keinen Feind, dem ich mich ungern stelle. Dein Selbstvertrauen grenzt an Arroganz, Torga. Die Männer des Imperiums haben eine große Armee versammelt, größer als deine. Sie marschieren aus dem Süden auf die feste Heldenburg zu. Dort sitzen deine Brüder, andere Götterkrieger, bald in der Falle. Besieg die imperiale Armee und deine Reihen werden sich füllen. Im Süden. Ich breche sofort auf und die Männer des Imperiums werden erfahren, wieso Torga gefürchtet wird. Okay. Krack, Blutwunder, das besiegte Krieger möchten sich den Truppen Torgas anschließen. Eine Art Chaosritter. Aha. Und wir haben noch 4000 Gold gefunden. Chaosritter. Ja, aber wir haben unseren Boy verloren. So, die Chaosritter kriegen natürlich auch erstmal einen Champion, ne? Das ist klar. Oh, das ist echt... das ist ärgerlich. Ah, hier kann ich den wiederbeleben. Für 1000 Kroneten. Na klar, Brudi. Wir müssen natürlich wieder Truppen ersetzen. Ich habe aber auch kassiert, ne? Okay, sind aber wieder bei voller Mannstärke. Kostet das was? Ja, das kostet auch. Ist das dann für die... ach so, das ist dann immer nur für den einen Trupp. Magiebanner, könnten wir den auch gönnen? Na, ja, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, wie sehr man Geld ausgeben sollte. Also ihm hier könnte ich so einen Kriegsbanner kaufen, aber weiß ich ja nicht. Torga, was haben wir hier? Blutgabe, opfert Einheiten des Gegners, des angliegenden Regiments, um den Helden zu heilen.
Ja, schwierig. Wir machen hier diese komische Axt weiter. Machen hier noch einen und hier noch einen. So, was haben wir hier? Ablenkung. Erhöht die Abwehr, Fernkampfangriffe, Magieresistenz. Erhöht die Magieresistenz. Gibt es nicht was, wo alle geheilt werden oder sowas? So, dann können wir hier das nächste Start hier machen. Alles klar. Interessant, interessant, haben wir gemacht. Läuft bei uns. Als nächstes kommt hier dann so eine Kreuzung, wo wir uns entscheiden können, ob wir runtergehen. Oder ob wir hier Relikte holen. Was meint ihr? Achso, ich wollte ja auch noch zu den Chaosgöttern was erzählen. Wir holen uns natürlich die Relikte, ne? Ist klar. Wir gehen wieder. Keine Gnade. Ja, also, ne, es gibt 4 Chaosgötter. Korn, Zin, Schnörgel und Slanish. Wobei Slanish der jüngste Gott ist. Die anderen 3 sind... ja, relativ gleich alt. Wer da jetzt zuerst war oder nicht, ist relativ. Und jeder Chaosgott steht für ja tatsächlich eigentlich unterschiedliche Emotionen und Charaktereigenschaften. Und die Chaosgötter werden stärker eben durch diese Emotionen und Eigenschaften. Also umso mehr Lebewesen zum Beispiel Wut und Hass empfinden und gewalttätig sind, umso stärker wird Korn. Weil Korn ist der Gott des Krieges quasi, der Kriegsgott des Chaos und der Blutgott. Ja, also dem geht es ums Schlachten, Töten. Und umso mehr getötet und geschlachtet wird auf der Welt, im Universum, desto stärker wird Korn. Deswegen ist es so unglaublich schwer, die Chaosgötter zu besiegen oder loszuwerden, weil, ja, im Grunde, solange es Menschen gibt, gibt es auch Chaosgötter. Ne? Das ist so der philosophische Twist an der Nummer. Slanish zum Beispiel ist der Gott der Perversion, wenn du es so sehen willst. Ne? Also bei Slanish wird einfach den ganzen Tag geknattert. Aber jetzt nicht auf die Blümchenweise. No? Also da geht es mehr um Rape und so ein Zeug. Ja, also knattern auf keine schöne Art und Weise. Und übelste SM. Quasi. Und solange es sowas gibt auf der Welt, naja, wird Slanish halt auch immer stärker. Nurgle ist der Gott der Pestilenz und der Trägheit, der Fäulnis, des Verfalls. Und solange es faule Menschen gibt und Dreck und Schmutz, Krankheiten, naja, solange gibt es halt auch Nörgel. Und umso stärker wird der. Verzeihung. Naja, und Zinch ist der Gott der List, der Täuschung, der Hinterhältigkeit, wenn man es so sehen will. Ja, der Täuschergott. Ah, und solange es so was gibt, wird halt auch Zinch immer stärker und gibt's Zinch. No. Spieltechnisch spiegelt sich das Ganze so wieder. Naja, Korn ist halt komplett Nahkampf und Berserker und Rasieren.
Nörgel ist eher widerstandsfähige Krieger, die halt ihre Pest verbreiten. Tsinch ist zaubern. Und Slanish ist eher schnell und geschickt. Ne, weil Slanish übrigens von den Elfen erschaffen wurde. Oder von den Eldar. Ne? Weil die Eldar sind ja mit das älteste Volk bei Warhammer 40k. Also die gibt es ja schon Millionen Jahre wahrscheinlich. Und die hatten alles. So. Und was passiert, wenn man alles hat? Es wird einem langweilig. Ne? Und wenn einem langweilig ist, dann kommt man gerne auf ganz komische Ideen. Und was haben die Elder gemacht? Naja, sie haben hauptsächlich den ganzen Tag gevögelt und rumgehurt. Und das immer perverser und abartiger. Also, ist jetzt ohne Scheiß, ungelogen. Das ist die Lore dahinter. Bei Warhammer. Oder 40k zumindest. Und durch diese ganzen, ja, komischen, perversen, abartigen Orgien, die die Elder so gefeiert haben und getrieben haben aus Langeweile, ist Slanish geboren. Und hat dann erstmal 90% aller Elder vernichtet und deren Seelen gefressen. Ne? So geht das. Aber das zu den Chaosgöttern. Jetzt sind wir auf der Suche nach Lyktön. Ich sehe keine Gegner. Ich denke mal, man kann sowohl links als auch rechts lang gehen. Meine unsterblichen Meister sind unbesiegbar. Diese Hunde dürfen die Relikte nicht stehlen. Ja, okay. Das war die erste Karawane, Bruder. Was? Gute Arbeit. Weiter beladen. Die Götter befehlen, ich gehorche. Was für eine Karawane. Oh, schöne Kathedrale. Ich würde sagen... Ah, da sind die Karawanen. Ich würde sagen, die fisten wir erstmal weg. Ich bin unermüdlich. Bringt die blöden Dinger schnell hier raus. Ich bin unaufhaltbar. Angriff! Schmeiß die Axt, Junge. Na dann vielleicht nicht. Chaos-Pack. Verteidig die Karawane. Ich bin der Zerstörer. Die Beute wurde gesichtet. Wir sind bereit zu kämpfen. Freudiges Töten. Ich nehme an, ich muss die Karawanen kaputt machen. Ja gut, wenn so Chaosritter da reinreiten, ne? Also ein so ein Pferd von denen ist stärker als ein imperialer Soldat. Ne, das Pferd. Ich, Chaosritter waren halt übel stark. Die Beute wurde gesichtet. Der Atem der Götter weht stark heute. Ja, er kann sich doch mal anschließen. Wie kann ich den Göttern dienen? Machen die denn jetzt? Warum fliehen die denn jetzt? Ach, ich hab auf Fliehen gedrückt. Die Götter haben euch mit meiner Präsenz gesegnet. Ja, sammelt euch mal wieder, Freunde. Ist gut jetzt. Kämpft für die Götter! Wie mein Lord wünscht, soll es geschehen. Wir werden sie alle zerstören. Die haben uns den Weg gezeigt. Preise die Götter. Eine glorreiche Schlacht beginnt. Keine Gefangenen. Wir sind bereit, also ja, zu kämpfen. Wer ist mein Lieblings-Chaos-Gott? Schwer zu sagen. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger haben sie. Korn hat auf jeden Fall super viel Style, weil es einfach, ne, der Blutgott ist. Nurgle ist halt auch irgendwie geil. Slanish ist halt geil, weil es einfach ein perverser Hurenbock ist. Ja.
Also wer auf perverse Orgien steht, ist bei Slanish halt genau richtig. Ja, und Zinch mit den Zaubern und so. Ja, die sind alle geil. Chaos ist einfach geil. Ja. Ich mag aber halt eher die Götter. Und nicht unbedingt, also Chaos-Krieger und Chaos bei Fantasy. Ja, Fantasy gibt's ja nicht mehr. Aber Age of Sigmar. Auf jeden Fall mega gut. Bei 40k finde ich Chaos Marines zum Beispiel nicht so geil. Ne? Keine Ahnung. Also ja, Chaos Marines haben natürlich auch coole Sachen. Aber da ist mir zu viel komische Mutation, hast du nicht gesehen. Dann lieber Chaos-Dämonen. Weil meiner Meinung nach Chaos-Dämonen verkörpern halt ja, das der Götter. Ne? Oder verkörpern die Götter mehr als Chaos Marines. Chaos Marines sind im Endeffekt ja einfach nur verräter Marines. Ne? Sind das gleiche wie Space Marines. Nur eben Verräter. Wie kann ich den Göttern dienen? Die Götter werden siegreich sein. Es ist der Wille der dunklen Herrscher, der uns den Sieg bringt. Lass das Reich des Chaos kommen. Komme ich da mit den Chaosrittern hinten an die Musketenschützen ran? Ich werde sie alle vernichten. Oh, mächtige Götter, segnet uns mit euren Gaben, auf dass wir auch siegen mögen. Auch nicht so richtig, ne? Die Beute wurde gesichtet. Wie mein Lord wünscht, soll es geschehen. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger sind siegreich. Huh, das hat die komplett rasiert. Die mächtige Gemetzel verdanken wir der Gunst der Götter. Meine unsterblichen Meister sind unbesiegbar. Ja, ich glaube, der Zauberer ist gar nicht so ohne, ne? Die Feinde sind blind für ihr Schicksal. Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger waren siegbar. Weiß halt wieder nicht, warum ich hier so viel Einheiten verliere. Die vier Mächte segnen mich. Ja, das heilt nur den Helden. Jetzt habe ich hier echt einen Trupp verloren. Ist ja unglaublich. Lasst uns diese Schwächlinge abschlachten. Die Beute wurde gesichtet. Ja, okay, ja, wenn die jetzt auch noch dazukommen, ne? Die Götter sind zufrieden. Eure Krieger werden sie meine Lande sein. Ja, so soll es sein. Haben ihren Chef. Vorwärts, Brüder! Vorwärts! Macht unzählige Witwen und Scharen von Waisen! Seine glorreiche Stirn alles im Namen der großen Götter! Die legen jetzt meine Chaosritter um. Die Macht des Chaos durchströmt mich. Eure Krieger haben ihr Gesicht nicht verloren. Wir sind fast fertig. Beeilt euch, bringt die Letzten aus dem Gewölbe. Eure Feinde werden... Die legen mich halt echt komplett um. Was ist das denn für ein Käse? Ich fühle ein Massaker. So, Bruder, jetzt wirst du aber mal wegrasiert hier. Okay, warum hat er plötzlich wieder so viel Leben? Wir fürchten diesen Feind nicht. Eure Krieger haben ihr Gesicht nicht verloren. Aus unserem Stamm werden sich meine ganzen Einheiten sind halt einfach tot. Komisch. Das verstehe ich nicht ganz.
Ja, ich glaube, wir verlieren. Eure Krieger haben ihr Gesicht nicht verloren. Patzer, Patzer. Ja. Da wird halt immer mal daneben gehauen. Zumindest haben wir den Held besiegt und sind jetzt tot. Ich würde sagen, lief nicht so gut. Egal, war jetzt lang genug. Ich bin der Aliboy, ich sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen. Und ja, macht's gut. Denkt mal ein bisschen über die Chaosgötter nach. Und ja, viel Spaß noch.